Hallo und herzlich willkommen bei Mist Survival. Eine neue Staffel von einer neuen Version. Unten rechts sieht man schon, ne? Ihr habt euch die alte Version natürlich gemerkt. Ich glaube sogar, die alte Version war 04? Oder haben wir noch die 03er gespielt? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls jetzt die 05er Version. Und es gibt zahlreiche Neuerungen, unter anderem eine komplett neue Map, neue Features, neue Dinge, die man tun kann, neue Dinge, die man lassen kann. Und eigentlich war ja geplant, glaube ich, eine neue Map anzuknüpfen beim Tunnel, den es damals gab, wenn ich mich recht entsinne. Aber stattdessen wurde jetzt zum dritten Mal eine neue Map eingefügt. Und ich bin ganz ehrlich ein bisschen raus. Ne? Ich weiß noch, knarz, knarz, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, das Weiße Haus, das wir immer bezogen haben, letzten Staffeln, das gibt's nicht mehr. Meine Spielstände gibt's auch nicht mehr. Also ich hab, weil die Map gibt's nicht mehr, da funktionieren die Spielstände natürlich nicht mehr. So, vor 3 Jahren passierte ein mysteriöses Ding. Ein mysteriöser Nebel bedeckte viele Teile der Welt. Viele Leute wurden krank und starben. Einige von denen, die überlebt haben, erlebten Veränderungen. Sie wurden böse und Dinge und Dinge und du bist eine der ganz wenigen, die immun sind gegenüber dem Nebel. Und du hast in einem Camp überlebt mit anderen, bevor dieses Camp angegriffen wurde von Kreaturen, die du noch nie gesehen hast. Und da starten wir schon direkt in den... Ach du Heilige, oh Gott, das weiß ich noch. Ja, das weiß ich noch. Erschöpfung und so. Shelter-Management. Okay, ich kann mich auch daran noch erinnern. Das hier war das Haus, was es jetzt nicht mehr gibt. Das hier ist das Weiße Haus. Das hatten wir in den letzten Staffeln, das haben wir immer bezogen. Das gibt es so momentan nicht. Mist-Event, wenn der Nebel kommt, kennen wir schon. Green Mist? You will be damaged if entering the green fog area? Was? Eine Gasmaske braucht man. Oh, wie cool sieht das denn aus? Ist ja wie beim Metro. Ja, das ist eins der neuen Features, die es da gibt. Ne? Also da gibt es jetzt so... Huch, was war das denn? Ach, der hat seine Gasmaske. Achso, okay. Dann Hitze gibt es jetzt. Wetness. Die kenne ich aber von anderen Plattformen. Jedenfalls hier Bow and Arrow. Okay, den kennen wir ja auch schon. Gun Customization. Ich schaue mal ganz kurz ein bisschen durch hier, ne? Weil das ist alles neu. Ach, als ob. Was? Ja, mach's halt noch komplexer. Hä, okay, find ich irgendwie cool, wenn wir Sachen finden. Gab's damals, glaube ich, auch, aber nicht in der Komplexität, oder? Gab's das damals schon? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man konnte Knarren, glaube ich, ein bisschen editieren, aber ist lange her. So, die kennen wir alle noch. Ja, Gold, Copper, Iron, Pipapo, How to get Brass, Copper und Zink, okay. Fishing, auch ein ganz neues Feature. Oh Gott, da war eine Angel, so ein Einhole, ach du Heilige. Dann brauchst du noch so ein, eine Line, Lure, Rod und Kiel, Reel, nicht Kiel. Und wahrscheinlich noch ein Köder. Setup und dann Fishing Bucket. Das hatte ich gesehen im Video, du kannst jetzt Fische auch zu Hause halten, in Aquarien quasi. Die kannst du mit Wasser füllen und so weiter. Ne? Wir legen gleich los. Wir gehen mal ganz kurz eben so rudimentär ein paar neue Features durch. Dauert ein bisschen, bis ich die alle drauf habe wahrscheinlich. Muss man auch erstmal mit denen konfrontiert werden. Das dauert auch noch ein bisschen. How to fish. So. Aha. Na, endlich ein Spiel, wo ich wieder angeln kann. Das ist ja ein größer Traum. Okay, und die Fische sind dann aber nicht sofort död, ne? Das hier muss ich üben. Das werde ich auf jeden Fall üben müssen. To cast a fishing rod, wenn der Fisch bites, press him again to start. Hold him to reel. Ja, okay, 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 okay. Dann ist der Fisch an Land, ist reingezogen, da ist er. Und dann kommt er in den Bucket, der jetzt nicht gezeigt wird. Okay, gut, das hier ist unser, das ist unser Camp. Das sieht nicht aus wie unser Camp. Ja, es ist auf jeden Fall wieder Mist Survival. Upgrade Fish Bucket. Your Bucket Slot has been upgraded. Fish Bucket habe ich direkt gefunden. Ich glaube, das ist gewollt. Und hier finden wir Sewing Kit und Sugar. Nehme ich natürlich alles mit. Ach ja, oh Gott, ist das alles wieder. So, ich guck mal ganz kurz. Hier sind 2 Liter Benzin. Die kann ich aber momentan noch nicht abziehen. Open Door. Enter geht auch. Aber ich glaube, die Karre fährt natürlich nicht. So, ich glaube, da können wir auch nichts durchsuchen. Ja, wir haben... Oh, da vorne ist ja direkt ein Bauernhof. Ist das eine gute Idee, da hinzugehen? Oder ist das unser überfallenes Camp? Ich sehe auch da hinten, da oben ist eine Base drauf. Da hinten höre ich einen Wolf. Also es kann sein, dass ich sehr schnell sehr sterbe, ne? Weil, wie gesagt, ist nicht ein ganz neues Game, aber ist schon ziemlich überarbeitet inzwischen.
So, und es wird oft, das habe ich gelesen in den Foren, es wird oft sich beschwert, in Anführungszeichen, darüber, dass das Balancing halt noch überhaupt nicht stimmt an vielen Bereichen, aber es ist halt immer noch Early Access, ne? Und das Balancing kommt quasi ganz zum Schluss, wenn das Game mal irgendwann... Da ist ein fucking Bär! Wieso denn überall Bären? Wieso denn hier auch in 7 Days Bären? Hier auch Bären, da ist ein Wolf! Jetzt sehe ich den nicht. Was ist denn... Der sieht mich aber nicht, ne? Das darf doch nicht wahr... Was ist denn in letzter Zeit los? Okay, gibt's eine Karte? Ah ne, die gab's ja nie bei dem Game. Es gibt, glaube ich, keine Karte. Wir müssen selber lernen, wo wir lang können und müssen. Konnte ich im Zelt noch was rausnehmen? Es ist halt wirklich ein neues Game und ich bin auch komplett draußen. Warte mal, hier liegt noch was. Oh, der Koffer. Open. Oh, wenn ich das hier gelassen hätte, ne? Wenn ich das hier gelassen hätte. Okay, Messer tue ich mir mal in die Main Hand auf die 1, weil momentan ist das meine einzige Waffe. Den werden wir aber mitnehmen, glaube ich, wenn wir jemals wieder herfinden, weil wir später hoffentlich wieder einen Truck haben. Oh, das war so geil mit dem Truck, ne? Und dann die ganzen Kisten hinten drauf. Oh, das war so cool. Und dann auf die Loot-Touren gehen. Oh, das war so schön. So, jetzt aber, da vorne ist noch ein Wolf. Du willst mich auch verarschen, Game. Ich gehe mal hier einfach mit einem Mang. Das ist ein Wildschwein, aber das tut mir nichts, ne? Nee, es haut ab, okay. Ich brauche auf jeden Fall Bögen, also wir haben sehr viel Fleisch hier überall. Ich hoffe, der andere Wolf kommt jetzt nicht, weil sonst bin ich am Arsch, glaube ich. Mit dem Messer kriege ich den nicht weg. Ach, guck mal hier. Ach ja, oh Gott. Oh, willst du noch eine Folge lang nur Blätter sammeln? Oh Gott. So, warte. Ist jemand hier? Ich nehme schon mal Steine mit für Sachen, die wir craften können. Steine und, okay. Da hängt Wäsche. Das... Oh, das ist direkt ein Haus, das wir besetzen können. Ich glaube, das möchte ich auch, weil ich mich momentan ein bisschen verunsichert fühle hier. Vor allem mit den ganzen Wölfen und ganzen Stuff überall. Ich gucke nochmal schnell das Camp, gehe nochmal schnell ab, ob hier Sachen sind. Trockene Wäsche. Ah, kann ich sogar mitnehmen. Das ist aber, glaube ich, nur, das sind, glaube ich, ja, das sind nur Tücher. Das sind keine Klamotten, das sind aber nur Tücher, die wir mitnehmen. Okay, und den können wir vielleicht irgendwann abbauen. So, kann man ihn durchsuchen? Nee, ne? Nee. Vielleicht irgendwann abbauen. So, Steinchen nehme ich mit. Wenn die Mausbewegungen zu schnell sind, Entschuldigung, ich spiele immer so. Kann ich da hoch? Nee, ne? Nee. Die Leiter, die nicht funktioniert. Okay. Da gehen wir mal ganz kurz rein. Ich hoffe, da ist niemand. So. Oh, eine Machete. Ein Ofen gibt es da direkt drin. Wow, okay. Also bis jetzt, denke ich, mir Glück gehabt für... Oh, wir haben wirklich Glück. Also eigentlich Glück um Unglück, weil wir haben so viele Wölfe überall. Zucker... Und oh, ich habe keinen Platz mehr für Salz. Wir brauchen dringend, das erste, was wir brauchen, ist ein Komödchen oder so. Okay, wir haben einen Ofen, aber der geht irgendwie, der ist nicht benutzbar. Okay. Ja, den müssten wir irgendwie umbringen, ne? Ich schau mal ganz kurz, mit Tab mache ich das, dann die Machete hier. So, ich mache die Machete mal auf die Main Hand. Ich weiß aber nicht genau, ob ich den Wolf schon schlachten kann mit der Machete. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kann ich speichern? Ach, es gibt jetzt auch Haustiere. Es gibt jetzt auch Haustiere. So, ach, der Wolf ist da hinten irgendwo. Ich meine, ich habe gespeichert, ich könnte es trotzdem mal ausprobieren. Blocken geht nicht mit der Machete, ich kann nur angreifen. Kann ich gedrückt halten? Nein. Und ich habe momentan auch wirklich... Was war das? Ich habe mich voll erschrocken. Was war das? Da hinten flimmert das Wasser. Ich weiß nicht genau, warum. Okay. Das hat sich angehört, als wäre ein Baum umgefallen oder irgendwas. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, Winter gibt's jetzt. Gibt's jetzt Winter inzwischen? Weiß ich halt auch nicht. Okay, Materials. Stick. Shaped Stick. Used for Crafting Material. Okay, 0 von 1 Branches brauchen wir. Holz. Basic Torch, Solzhack, lalala. Keine Axt, kein gar nichts. Dried Meat, da brauchen wir Salz für. Bandage, erstmal wieder reinkommen. Schnauzer! Entschuldigung, der Wolf wieder. Dog Tag und Chicken Feed. Was, 10 Blätter? 3 Mais und 10 Blätter. Okay, und noch so ein Ding hier. Okay, Molotov Cocktail. Okay, keine Granaten mehr. Munition und so kann man am Tisch alles machen, ne? Dafür brauchen wir die Basteltische alle noch.
So, das ist jetzt kein Rack, da oben kommen wir nicht hin. Theoretisch tolles Haus, in der Praxis müsste ich erstmal gucken, wie wir bauen. Ich glaube, ich muss erstmal Sticks sammeln, ne? Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Weißt du was, kann ich das vielleicht irgendwie markieren, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich will das erstmal beziehen. Shelter Command. Ja, okay, Base Setting, make this your active base. So, Small House is set as base. Ich hoffe nur, ich finde es dann auch wieder. Gab's nicht doch irgendwo eine Map? So, da ist Wildschwein. Oh, nice. Ich brauche halt dringend Platz, ne? Benzin. Wieso habe ich das nicht getroffen? Es war halt genau vor mir. Hä? Habe ich nicht früher auch einen Trick gemacht, um das Gras wegzumachen? Irgendwie fehlt ja auch Musik, ne? Ich glaube, ich muss mal Musik im Hintergrund abspielen irgendwie. Es ist sehr schön, sehr idyllisch, sehr ruhig. Auch hier ein trockener Sommer offenbar. Ah ne, oder? Geht Richtung Herbst, ich weiß nicht. Oh, da hinten ist so ein Aussichtsturm. Da gibt es manchmal Rucksäcke, da will ich hin. Aber da sind auch oft Tiere, wir müssen aufpassen. Ich bleib mal ein bisschen hier oben. Oh, dann gucken wir mal. Warte. So, mal gucken. Theoretisch auch eine gute Base. Ist das der rote Truck? Haben wir schon den roten Truck? Nach 10 Minuten gefunden? Warte mal, der hat keine Räder, aber... Wir können ihm halt Räder verpassen. Ich glaube, wir haben den roten Truck. Wir haben einfach den roten Truck jetzt schon gefunden. Hä? In der ersten Folge? Was? Okay, das ist frech. Das ist richtig freches Glück einfach. Fast schon unverschämt. So, Metal Scrapes brauchen wir auch unbedingt. Aber ich brauche erstmal das erste, was ich brauche, ist ein Rucksack. Sonst kann ich gar nichts mitnehmen. Wir haben momentan nur unsere Hosentasches. Und da geht gar nichts rein. Deswegen suchen wir erstmal einen Rucksack auf ganz süßer Basis. Warte. Oh, eine Axt. Sehr cool. Oh, warte mal, hier kann man auch wohnen? Ich bin ganz ehrlich. Ich mach hier mal Active Base, ne? Ich mach hier mal. Ich glaube, hier kommt es mir ein bisschen sicherer vor. Oh, es gibt eine Werkbank. Okay. Da sieht die Sache ja schon ganz anders aus. Warte mal, was gab's da alles? Habe ich einen Wagenheber gerade gesehen? Carjack-Device. Yo, Wagenheber. Small Animal Trap, die kennen wir noch. Lockpick. Gas Can kenne ich auch noch. Hatten wir Wagenheber damals auch? Ich glaube nicht, ne? Brauchen wir jetzt einen Wagenheber, um Reifen zu wechseln? Und wir haben hier auch... Oh, das ist cool. Okay, wie kann ich nochmal hier rüber? So. Dose Trinki behalte ich mal. Nee, Zeug brauche ich nicht unbedingt am Mann. Hier, das kann ich auch da reinballern. Hier mache ich mal den Bogen in die Mainhand auf die 4. Das Messer auf die 2. Und die müssten, glaube ich, noch in Köcher, ne? Hier, Equipment, nee. Ach, das war Crafting. Wie kam ich denn jetzt nochmal... Achso, das ist ein Grafikfehler hier bei dem Fenster, guck mal. Mit dem Messer. Wupp, wupp, wupp. Wie kam ich denn jetzt nochmal auf mein Charaktermenü? Oh, Karte ist jetzt bei K. Okay, when hearing something unusual, press the Event Location Button to check the location of the random event. Es gibt jetzt random Events? Not enough pencils. Okay, ich weiß. Old Mine. Okay, Old Factory Construction Site. Old West Town Community. Housing Estate. Sawmill Radio Station. Komplett neue Map. Und ich weiß nicht mal, wo wir sind. Wir sind wahrscheinlich in einer Hunting Area, weil wir hier so viele wilde Tiere haben, ne? Lul. Was ist denn das für ein See? Lul. Lul. Pensi. Okay, Radio Station. Wie kann ich nochmal, warte mal, ich muss mal ganz kurz eben bei den Options, ich schau mal eben bei den Controls, nein, Key Mapping. Kann ich Gas Mask mit T, Ground Sleep, ich kann einfach auf dem Boden schlafen mit 7, okay, weirde Tastenbelegung dafür. Interact Pickup, Move Object, Pet Command, geil, da freue ich mich schon drauf, Peak Left, Peak Right. Reload, Second Interact, ist mit F, Shoot und Punch, Show Inventory, lalalala. Aber wie komme ich denn zu meinem, nicht zu meinem Inventar?
sondern zu meinem Charakter. Ich konnte doch meinem Charakter auch Sachen geben. Ich erinnere mich dran, ich musste immer auch Pfeile in den, also erstmal Köcher auf den Rücken und dann glaube ich auch Pfeile rein, ne? Show Inventory, Show Structure Craft. Was ist denn das? Structure Building, ah. Ach, ja, oh Gottes Willen. Drying Racks. Ach Mann, auch schön, freue mich. Ich freue mich. Viele Sachen hier sind gleich geblieben. Repair Bench, Furnace, Reloading Bench, Hunting Cabin ABC. Wir können halt auch eigene Häuser bauen, das geht auch. Okay. Und hier Lantern, Postlight, Floodlight, da bauen wir später noch Strom für. Die Betten. Und das haben wir auch letztes Mal gemacht. In der letzten Staffel haben wir, glaube ich, auch versucht anzupflanzen. Aber das hat hinten und noch vorne nicht funktioniert, weil das Feature noch fehlte. So, schlafen können wir auch. Hier gibt es auch was Schönes drin. Den Hammer, Crafting Tools. Kann ich aber auf die 3 legen und dann... Wehe dir. Ja, Musik fehlt hier noch, ne? Ich guck mal zur nächsten Folge, dass ich irgendwie Musik reinmache oder so. Dass ich irgendwas... Irgendeine passende Playlist. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal drin hatte. Ist ja alles ein bisschen schwieriger geworden inzwischen, ne? Mit Claims und DMCA und Pipapo. Deswegen werde ich wahrscheinlich was für einen Epidemic Sound nehmen. Schauen wir mal. So. Runterspringen, glaube ich, keine gute Idee, ne? So, jetzt hier. Was war hier? Ein Brett. So. Ich sammle erstmal Sachen ein, das Übliche. Ne? Jedes Survival-Game fängt so an. Wir sammeln erstmal Sachen und gucken dann, was wir daraus machen können. Pick up Firewood. Oh, nice. Okay. Kann ich die Stämme mitnehmen? Nee. Hier ist eine fliegende Säge. Das sind die besten Sägen. Hier ist ein fliegendes Seil. Das sind die besten Seile. So, von den Komponenten werden wir auch eine Menge noch brauchen, ne? So, Lehm. Das ist Lehm, gar kein Stein. Okay. Hier auch wieder Firewood. Firewood. Ich weiß gar nicht, wie wir brauchen werden. So. Und hier Interact. Da können wir uns was Schönes... Oh, Start. Ach ja, Tinder. Um Gottes Willen. Charcoal Storage. Oh, da müssen wir später noch... Ich muss wirklich erstmal wieder reinkommen. Vielleicht sollte ich mir mal mein altes Let's Play angucken. Habe ich die Axt mitgenommen? Nee, ne? Bin aber dran vorbeigewalzt, aber ich könnte jetzt schon mal anfangen, ein paar Bäume zu fällen. Einfach nur, weil ich cool bin. Habe ich natürlich liegen lassen, so. Natürlich bin ich voll. Okay, also erstmal. Ach ja, jede Schublade war ja einzeln. Großartig. Okay, eine Säge brauche ich momentan nicht im Inventar, glaube ich, ne? Seile, Clay brauche ich auf jeden Fall nicht. Stone, weiß ich nicht genau. Hier, Wood Scraps, das hier lasse ich mal drin. Tücher, eine Bandage würde ich mitnehmen. Was zu trinken auch. Wir müssen auf jeden Fall auch erstmal gucken, dass wir uns was zu essen und chartern, ne? Achso, deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht so. Pickup Eggs und die würde ich jetzt aber auch direkt mal auf die... Kann ich linke Hand machen? Nee, ne? Hammer, linke Hand, geht alles nicht. So, ich muss wirklich erstmal wieder reinkommen. Oh, Auge juckt, warte. So. Gut, gut, gut. Ach so, ganz kurz, ne? Haben wir noch die Zeit zum Quatschen? Ja, haben wir noch. Also, wenn diese Folge kommt, bin ich wahrscheinlich gerade im Urlaubsmodus. Das heißt, warte mal, respawn die Bäume eigentlich? Wenn ich den jetzt, ist erstmal egal. Wir ziehen später eh um. Huch! Was war denn das? Genau, ich bin im Urlaubsmodus. Das heißt, ich hoffe, ich schaffe auch alles irgendwie aufzunehmen. Horizon wollte ich noch für den Urlaub aufnehmen. Und noch das hier zum Beispiel und 7 Days. Ich hoffe, das klappt alles. Wenn es nicht klappt, dann, ne? Oder wenn die Folgen nicht reichen, wir sind ziemlich lange weg. Wir sind nicht nur im Urlaub. Sondern eigentlich verbinden wir gerade den Urlaub mit 2 Terminen im Ausland, quasi, kann man sagen. Warte, ich mache hier mal... Ich sehe hier nichts. Oh, Borke. Genau, mit Borke konnten wir Feuer machen, ne? So, Pickup Logs. Das ist gar kein Problem. Die nehme ich einfach in die Tasche. Wie viel können wir? Okay, die können wir nicht stacken. Komisch. Verstehe ich nicht. Im Real Life kann ich das. Die Baumstämme, die spawnen ja nicht, ne? Wir brauchen hier später noch eine Sammlung, bevor wir umziehen. Erstmal ein bisschen vorbereiten. Die Baumstämme können wir, glaube ich, zersägen und so weiter. Ich sammle erstmal ein paar.
Auch für Borke und so, damit wir uns Essen machen können. Und da muss man gucken, ob ich einen Wolf oder ein Wildschwein kriege. Kann ich hier eigentlich mit der rechten Maus das? Nee, geht nicht. Okay. Mir ist auch ein bisschen heiß. Ich hätte auch wahnsinnig gern wieder ein Haus am See, weil wir brauchen halt unbedingt... Wow, der ist aber sehr stabil. Wir brauchen unbedingt Wasser zum Abkochen. Da war ja noch was. Gefühlt in jedem zweiten Game inzwischen. So, der Baum hat Angst, der zittert richtig. Aber ist ja gleich vorbei. Es ist gleich vorbei, lieber Baum. So. Genau, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt genau... Ich habe eine Woche Zeit, um für fast 4 Wochen vorzuproduzieren. Jeweils 3 Folgen pro Tag. Ob das alles klappt, wage ich... Was ist mit dem Baumstamm passiert? Warum fliegen sie so weit auseinander? Ob das alles klappt, wage ich halt zu bezweifeln. Ne? Also wenn es irgendwie nicht funktioniert, bitte nicht böse sein. Auch 7 Days, da bin ich abhängig von, ob Tobi immer Zeit hat für Aufnahme und so. Da müssen wir halt auch gucken. So, Pickup-Logs. Kann ich damit eigentlich... Damit konnte ich doch... Ach, verdammt, ich bin so raus. Ich bin einfach so raus. Okay, ich hätte mir vielleicht vorher mal eine Folge angucken sollen. Was ich auf jeden Fall machen möchte... wir brauchen auf jeden Fall Stickies, ne? Wir haben ein paar Stickies gesammelt. Damit würde ich dann gleich erstmal gucken. Oh, mir wird immer heißer. Oh Gott. Das mit dem Heat, okay, jetzt, wenn ich in den Schatten gehe, ist besser. Hier wird wieder orange. Hier wird wieder grün. Unten rechts kann man das ein bisschen sehen. Ganz, ganz dezent. Ja. Ich wollte nur sagen, ne? Nicht wundern. Ich bin so ein bisschen dann, im Urlaubsmodus. Ich versuche, vorab aufzunehmen. Und, auch wieder ein bisschen, ich hoffe bald wieder ein bisschen regelmäßiger, nach dem Urlaub zumindest, aber da stehen auch schon wieder 2 Events an. Es ist momentan alles etwas kniffliger. Tatsächlich, im Schatten wird es immer grün. Hier ist orange. Okay, sobald wir in die Sonne gehen, wird es heißer. Sobald wir in Schatten treten, wird es auch direkt wieder kühl. Okay, wir können also nur so und so lange in die Sonne. Dann würde ich gerne gucken, ich drücke immer Tab automatisch. Sticks können wir machen. Aus den Sticks können wir, glaube ich, ein Basic Fire machen. Campfire haben wir da vorne. Stand Torch, Barrel Fire brauchen wir erstmal nicht. Ein Drying Rack hätte ich gerne. Und ja, den brauchen wir, glaube ich, ne? Den Cooking Pot. 2 Dinger, 2 Seile. Und 5 Sticks. Okay. Dann schaue ich mal ganz kurz eben. Da mache ich mal eben Craft Yourself. Assign Work to AI. Okay. So, 13 Minuten für 8. Für 8 Stickies. Das ist schon ein bisschen was. So, Sonne geht ein bisschen unter. Ich glaube, wir können rumlaufen. Was ist das da? Das ist nichts, ne? Das ist ein Müllton, glaube ich. Ja, okay. Gut, ich bin schon heiß drauf, mir die Map anzuschauen übrigens, ne? Ich wollte es nur sagen. Ich bin da ein bisschen heiß drauf. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich da habe ich ein Rad gesehen beim Wohnwagen. Das können wir da anfügen. Brauchen dafür wahrscheinlich einen Wagenheber. So, ich brauche noch Seile. Aber ich glaube, meine Frage ist, reicht es denn, wenn ich hier einfach rumlaufe und Blätter sammle, wie damals? Ich könnte das Gras wieder ausmachen, dann sieht man das besser. Ich guck mal, ob das noch geht. Display, ne, Graphics, ne, hier, Shadows, hier. Wenn ich da off mache, geht nur noch auf Low, mal gucken. Oder war das früher auch Low? Yo. Dann sieht man besser, wo was ist. Zum Beispiel sind hier Blaubeeren. Liebe Blaubeeren, nehme ich mit. Das war unser Trick damals, zwischendurch immer ein bisschen ausmachen und ich meine, warum auch nicht? So. Ich bereue nichts. Ach, Federn sammeln, um Gottes Willen. Ja, ich erinnere mich dran. Oh boy. So, aber für so einen Wald ist hier mal wieder ziemlich wenig, ne? Das hat sich nicht geändert. Es gibt Wälder. Oh, sag mal. Oh no. Oh nein. Oh na, oh nein. Die Sonne geht unter, nicht weil es spät ist, sondern weil Nebel kommt, oder? Haben wir jetzt schon unseren ersten Nebel? Oh no. Ich bin nicht ready dafür. Aber null. Oh, ich will ja Zäune bauen um Häuser rum und so. Ich muss mich noch ein paar Folgen gedulden. Ich glaube, erstmal werde ich auf jeden Fall Bäume zersägen müssen, ne? Weil sonst suche ich mich ja tot. Hab das Gefühl, alle Bäume hier in der Gegend werden gleich erstmal kaputt gemacht. So, jetzt wird mir wieder heißer, weil ich gerade einen Baum fälle. Okay.
Oh oh. Oh oh, es sieht jetzt schon nebelig aus. Oh oh. Und ich bin überhaupt nicht bereit. Ich will wieder Knarren haben.